Wollt ihr nicht dein Bandana frittieren und ich esse das? Oder wie war das? Das hab ich, ja. Das Bandana, genau. Wolf, darf ich spontan einen Frittiervorschlag machen? Ja, ja, bitte. Ich würde gerne Benjamin Blümchentorte frittieren. Sehr gut. Zumindest so ein Stück oder so. So ein Stück. Quatsch! Und all the way, alles. All the way, all the way. Und Ketchup drüber, ne? Ja, ja. Benjamin Blümchen, super Witz. Jawoll, der Benjamin Wolf nicht anecken. Ja, halt die Fresse. Hauptsache ordentlich Bacon in die Torte. Oh, 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 oh. Ich war noch nicht mal im Ziel, oder? Doch, ich war halt. Vierter in der Zwischenzeit gerade. Scheiße. Bin gerade Fünfter. Scheiße. Wie bin ich eigentlich? Wie bin ich jetzt eigentlich bin ich Neunter. Ich bin echt Dritter geworden hier. Verstehe ich auch nicht gerade. Dritter? Oh. Sag mal, was trinkst du? Natursekt, okay. Frittiert Tims Haare. Alter, meine Haare sind ja heilig. Verpiss dich. Der hat nicht gesagt, welche Haare. Die sind blond. Was war das ekligste, was ihr je gegessen habt? Richtige Tintenfische. Also nicht Kalamari, die sich so schön frittiert, sondern wirklich richtige Tintenfische. Was ist denn gegen Tintenfische? Alter, die aber echt? Normal, also so wirklich. Ne. Normal, so wo Tintenfisch dran ist und nicht nur Panade. Ja, genau. Genau, das ist richtig ekelhaft. Ah, weggeschmissen. Aber vor dem. Da kann ich mich gar nicht dran. Es gab mal irgendwas früher. Oh. Ich glaube, also das war ein Prag. Das ekligste, was ich je gegessen habe, ist Leber. Ja, ja. Oh. Also da kotze ich dir instant oder? Auf den Tisch, wenn ich es rieche. Ja, was hältst du? Kacke. Aber das ist ein jugendfreier Channel, Alter. Was ist los? Nein, das ist kein jugendfreier Channel. Spätestens seit dem letzten Stream. Tim, mach mal gegen Wolf. Ja, seit ihr mitmacht, ist der nicht mehr jugendfrei, richtig. Oh Gott. Tim gegen Wolf, Herr, da wäre ich auch für. Was, FIFA 14? Da kannst du Champions League, zum Champions League Finale dann natürlich. Hör mal, da hab ich mich doch für angeboten. Ach so. Sich dafür angeboten. Triple Threat, auf geht's. Triple, genau. Ach, wir bauen drei Tore away, auf, come on. Stellt ein drittes Tor auf den Platz. Okay, dann spiele ich aber alleine. Gegen euch beide oder so. Ja, als ob irgendeiner mit dir spielen will. Ja, wir machen ein Team. Ja. Zwei gegen zwei. Und wir nehmen nicht den HSV. Tag Team Herbert Sandwich, das wäre aber schon echt die ultimative Steigerung. Wollt ihr nur Hoffnung machen? Leben wir noch in den 80ern oder was? Ja, sicher. Also ich gehe auf jeden Fall nächsten Monat zurück in die 80er. Ach, fest zum Hof, eigentlich ich fahre zum Hof. Ich fahre da so sehr hin, Alter. Weißt du, wie lange streamen wir jetzt schon? Zu lang. McDonald's oder Burger King? Halbe Stunde. Halbe Stunde. McDonald's. Und noch gar Burger nicht. King. McDonald's. Nee, du hast schon verloren. 2-1. Ja, der Wolf hat gar nichts gesagt. Ja, Wolf ist auch Mc's. McDonald's oder Burger King? Nee, definitiv Burger King. Ja, siehst du, unentschieden, mein Freund. Na komm, wenn Pippo jetzt dabei wäre, würde Mc's sagen. Aber Pippo ist ein Lappen. Der guckt ja auch Champions League. Ja, stimmt, der guckt ja auch Champions League anstatt. Genau. Wie Junge oder Alte? Alte, auf alten Pferden lernt man nämlich reiten, Freunde der Nacht. So. Auf alten Schiffen lernt man das Segeln, genau. Frittierte Hühnerherzen oder Rinderzunge? Wow, da hat jemand Pizza mitgeguckt, ich bin begeistert. Ich hole mir nicht das Spiel WM 2014. Ich gebe doch nicht 40 Euro für ein Spiel aus, das ich schon daheim habe. Ja, das stimmt. So hast du das schon daheim. Es nennt sich FIFA 12. Ja, oder FIFA 12, ja. Wie das denn? Das verstehe ich. Bist du doof? Das ist doch ein und dasselbe Spiel. Wolf, kennst du die New European Wrestling Championship? Das ist das mit Alex Wright bei euch dort. Ja, ja, die kenne ich natürlich. Er hat ja schon einen Was war der ekelhafteste Burger, den ich gegessen habe? Cheeseburger vom Burger King. Das ist jetzt ein Insider für Kevin, der ekelhafteste Burger. Michelle. Richtig. Ey, so eklig fand ich die gar nicht. Nee, ich weiß, du sowieso nicht. Den ekelhaftesten Burger, ja. Gut, sicherlich. Ja. Ja. Oh, hier, Big Tasty Bacon. Außer wenn du besoffen bist. Nein, das war Double Steakhouse, aber den esse ich mittlerweile auch immer. Nein, am Big Tasty Bacon esse ich nicht mal betrunken. Da würde ich ja direkt kotzen. Nicht mal betrunken. Nicht mal betrunken. Nein, wieder weg. Das heißt was. Und betrunken trinkt er sogar Bier. Das heißt was. Ja, ja, ja. Ich bin übrigens nur noch Achter. Was ist hier eigentlich passiert? Beste Werbung. Oh. Mentos. Mentos. Jawohl, Mentos. Du bleibst die ganze Halbzeit mit cool. Bleibst du auch die ganze Halbzeit mit cool. Oder hier dies. Oder nee, beste Werbung ist die von Sky. Sorry. Du fährst heute leider nicht mit. Ja. Du musst leider auf die Ersatzbank. Nee, du sitzt heute leider auf der Ersatzbank. Ja, genau. Oh. Oh. Jedes Mal in der Halbzeit, ey. Oh mein Gott. Oh. Geil. Haben wir wie Siebter geworden. Bullshit. Was? Mehr jugendfreie Themen. Sei du keine Lappen.
Was ist denn an beste Werbung nicht jugendfrei? Oder an ekligsten Burger? Weiß ich nicht. Oder hängt der Stream eine halbe Stunde nach bei dem? Sehr wahrscheinlich. Mindestens. Und der hat Hashtag Luca Lappen vergessen. Nee, ja. eigentlich sind es 15 Sekunden, die... Schreiben die jetzt alle echt Hashtag Luca Lappen? Das ist Pflicht, sonst darfst du keine Frage stellen. Ja, richtig. Tim lässt Ego wieder raushängen. So geil, er fragt in deinem Chat, darf man eigentlich ein Best-of machen? Habt ihr schon mal Klopapier gegessen? Alter. Benutzt es oder unbenutzt es? Ja, das ist eine Frage. Ja, also wenn ich nichts zu essen mehr im Haus hab, ne, dann nehme ich dieses Klopapier und dann, natürlich. Und dann tunke ich das in Kakaopulver und dann esse ich das. Ja. Den Ketchup. Mal so, mal so. Kenn die scheiß Strecke nicht wohl. Was ist das hier für eine Wichse? Aber echt, was ist das? Da habe ich eine Personal Best Time, also. Oh Tim, wir ecken hier aber ganz schön an gerade. Ja. Sprung auch nur gerade eben so geschafft, Dana. Ja, ich auch. Ja, ich aber allerdings auch. Ja. Ja. Oh, erste Runde schon mal erster. Aber da ist jetzt auch nicht so geil. Das ist doch voll die Kackstrecke. Wie viele Bierflaschen schafft ihr auf X am Stück? 140. Andrew the Giant's back. Klar, Mann, Andrew the Giant Memorial saufen. Ja, sauber. Ja, aber beim Bull fragt man sich echt manchmal, wo das Bier überall hinfließt. Das ist richtig. Durch die Adern. Das fließt eigentlich durch, komplett. Das ist wie Eistee. Oh, ich hasse diese Kurve. Dritter. Oh, vierter ist er jetzt. Ich bin Dritter. Das kann doch nicht angehen. So, jetzt bin ich direkt in der Mitte. Die letzte Kurve ist der Horror, ey. Ja, die ist echt scheiße. Genau, Wolf, wann kommt eigentlich das Best-of? Tim ist so knuffig. Ich bin nicht knuffig. Ich bin nicht knuffig. Ach, die letzte Kurve, ey. Oh, die letzte Kurve, scheiße. Kann man sich rausnehmen zu sagen, ich wäre knuffig. Schau dir Zirkus Hadigaldi ab und an, wenn sie ganz gute Themen haben, guck ich mal rein, ja. Aber nie live oder so, ich guck dann immer nur auf deren Homepage das Zeug nach. Zweiter, ihr Bitches, unter 20. Ja, unter 20? Ja. Unter 20, das ist deine Zielgruppe. Hast du Privatsession mit Diskate gehabt oder was? Ja, schon beim letzten Mal. Privatsession mit Diskit, Mann, nicht Diskit. Ja, oder Diskit, Mann. Was geht? Es geht. Spielt die Antonia? Stimmt, der 98er möchte wissen, ob die Antonia, die bestimmt 88 geboren ist und ungefähr 10 Jahre älter ist als er, auch Trackmania spielt, damit er sie da angraben kann. Nee, die Antonia spielt kein Trackmania. Du bist knuffig. Ey, ich muss doch mal hier unter 20 fahren. Und gibt's für die Strecke eigentlich ein GPS? Also das ist ja... Was ich vom Team ab. Ja, aber echt. Claudio und Devon, halt, es wäre mir geiler... Göttlich! Ich hätte tausendmal geiler gefunden, wenn er mit Bubba Ray geteamt hätte, muss ich sagen, weil Devon ist einfach ein Klappspaten. Aber, mein Gott, da kann ich alles ab. Devon ist schwarz. Ja, und? Dann hat er einen großen Pimmel. Jetzt? Hallo, jugendfrei bitte. Ach so. Ja, aber echt. Tipp. Wolf ohne Bier ist wie Luca ohne Lappen. Das ist ein guter Vergleich. Naja, ist was dran. Ja, das stimmt. Mann, die letzte Kurve kackt mich an! Ja, die ist echt kacke, ey. Kackst du? Ah! Klingt ein bisschen nach Kai gerade mit dem Ankacken. Richtig. Kennt ihr eigentlich, also ich möchte ja eigentlich nichts öffentlich machen auf YouTube, aber du musst diese Geschichte auch bitte auf YouTube bringen, Wolf, ja? Hä? Kennst du die Geschichte mit Kai und dem dünnen Pfiff und dem Alkohol und dem Antibiotika? Ja. Ja, darf ich dir erzählen? Ist ja nicht mein Problem. Wenn du hier Rufmord begehen möchtest, nur zu. Also das ist doch schon kein Rufmord mehr, ganz ehrlich. Okay, dann behalte ich die Geschichte. Soll man den Ruf noch töten? Komm, ja, endlich mal die letzte Kurve, komm schon, siebter vor Tim, jawoll. Tim droppt immer. Ich kann doch nicht anlopen, nicht. Wie, du bist siebter? Ich bin neunter. Bin siebter! Wieder bist du denn, Kevin? Noch erst. Im Sandwich bin ich. Sehr geil, Kevin im Sandwich. Könntet ihr bitte den Undertaker mehr ins Spiel bringen? Warte, pass mal auf. Du kannst dir den Undertaker nehmen. Ich weiß, was kommt. Put that bitch sideways! And stick it straight up your candy ass! Oh, Mann. Das ist aber eine Kackstrecke. Moin, Dennis! Achso, jetzt werden die Leute schon auf die YouTube-Videos gegrüßt, ja? Warum werde ich nicht gegrüßt? Dennis the Triple Z. Ich hätte dich vorgestellt, das würde wohl reichen.
Ja. Aber echt? Und du hast gemäht? Oh, die Leute wollen, dass ich Super Dragon schreie, aber das wird nicht passieren. Nein, hast du vorhin doch schon. Nein, hab ich noch nicht. Das war ein anderer. Das war Kevin. Aber das, es gibt nur ein. Der Kevin war es, genau. Aber es gibt nur ein Original und das bin ich. Das eine Original gibt's auf YouTube. Es gibt nur ein Original, genau. Und der war. Der war alleine in der Halle gefühlt. Und der hat Super Dragon echt angepisst. Nicht, dass Tim nicht das heute auch schaffen würde, aber. Boah, wäre das geil, wenn der nochmal zur WXW kommt, dann kauft der Tim sogar freiwillig ein Ticket. Ich hab schon gesagt, ich guck mir nur noch eine einzige WXW-Show an. Das ist die, wo Steve Douglas in die verfickte Hall of Fame aufgenommen wird. Also niemals, gut. Ja, das ist das, was Kevin dazu immer sagt. Wie viel Time bist du, Kevin? Ja, du bist vor mir, du Nutter! Es ist immer noch das Sandwich! Hashtag Superlappen. Wie kann denn bitte der Kevin vor dem Tim sein? Luca vs. Hornswoggle, wer weiß, mehr denn Rest Main Event. Hornswoggle wird gewinnen. Nein, das glaube ich nicht, weil Luca ist Backyarder. Der wäre mal fast Champ geworden. Ja. In seiner eigenen Liga? Nee, in unserer Liga. Ich war ja quasi mal der Vince McMahon des Backyard Wrestlings. So. Bis die Polizei kam. Habt ihr auch eine Doku? Die Polizei kam. Wurde die heute schon. Und die letzte Kurve. Und da wird er noch Achter. Hat euch eigentlich heute einer rein. Hat euch heute. Ja, voll vor allen! Was ist denn hier los? Ich stell auch keine Fragen mehr, ihr könnt mich einfach. Fickt euch. Wie kann denn das sein? Wie kann das sein? Ja, einmal die letzte Kurve vernünftig genommen. Oh, jetzt ist er hier noch auf Top-Zeitkurs oder was? Oh, dann jetzt sind wir nur noch 11 da. Jetzt kommen langsam gute Leute hier auf den Server oder was hier los? Da ist er 8er. Da ist guckt Schluss. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Da mache ich mir einen Screenshot von. Ah, der Pimmel, ey. Ganz genau einen vor mir. Ja, voll. 0,01 vor mir. Ja, Mann. Göttlich. Super knapp. Super geil. Super geil. Ja, Razor Ramon kommt auch in die Hall of Fame, genau. Wer kommt dieses Jahr eigentlich nicht in die Hall of Fame? Deine Mutter. Ich weiß nicht. Das stimmt. Ist denn so die Reste-Rampe, die das Andrew the Giant Match wirkt? Ich bin immer vor Tim, was ist da los? War gefühlt heute noch überhaupt nicht einmal hinter Tim. Weißt du, wie sehr mich das juckt? Sehr. So gar nicht. Naja, seh dich doch am Sack. Ja, der juckt mal wieder vor allen, genau. Und ich verkacke gleich die erste Kurve. Sind die irgendwo ist noch? Das ja eigentlich ja. Wolf, da kommt ja 100 Münzen. Livestream. Irgendein Hund rastet gerade. Da sieht irgendein Hund aus. Bei mir ist es nicht. Ein Hund rastet. Ja, also ist ein Livestream zu den 100 Münzen kommt sehr wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich mache einfach nur noch normale Videos mit meinem Gast, von dem her. Dein Gast? Was? Boah, Alter, das tut immer. Oh, Alter. Letzte Kurve. Ich wette, ihr denkt, dass Hauptschüler dumm sind oder so. Hauptschule! Ich denke das nicht. Ich weiß, dass das so ist. Das ist auch so. Das muss ich nicht denken. Was das war schon wieder für eine verfickte Pissstrecke? Ja, genau. Finde ich auch toll. Wo ist CM Punk? CM Punk ist daheim und lässt sich von der geilen... CM Punk ist ein Lappen. Das hat was? Ja, was ist das für eine Bitch, Alter? Der ist ja schlimmer als, keine Ahnung. Der ist ja schlimmer als Raphael van der Vaart. Stimmt, da hattest du mir so zugestimmt, als ich so upgraged hatte, ne? Da ist ja auch Tatsache. So, ist so ein bisschen schlimmer. Guck mal, wo der Struppi rastet. Struppi rastet. Ich heiß dich, Struppi! Ja, nein, der Hund, der im Hintergrund gerade war. Ach so, Struppi rastet. Der Tim hat ihn jetzt auch verstanden. Ja. Er kam spät an, aber er kam an. Ja. Aber alle schmeißen sich vorher weg, aber der Tim, der braucht noch eine halbe. Vor allen Dingen, weißt du, ihr habt mich letzte Woche vor Übung, könnte ich den Ossi sagen, ne. Jetzt eben auf der einen Strecke, ne, da hätte ich fast gewonnen. Fast 5 Sekunden vor Ende kommt dieser Sachsen 97 an. Sachs! Ja. Sachs! Und nimmt mir den Sieg weg, ne? Da muss göttlich man Ossis Sachsen einfach hassen. 90. Göttlich. Sachsen. Jetzt nichts gegen Sachsen 97 persönlich, ne? Weil ich so, Ossis, aber ja. Das ist ich schaff diesen ersten Sprung schon nicht. Shitman Hart und Tim. Ja. Still better love story than Twilight. True story. Ja, aber so wie alles ist eine better love story, ne? Was ist denn das für ne... Da kommen noch zwei Sprünge hinterher, ne? Ja, ist richtig. Ganz ehrlich, dieses Ziel werde ich nie im Leben finden. Ne? Das Ziel ist total einfach. Das Problem hast du den ersten Sprung schon geschafft, Kevin? Ja, sicher. Was ist denn am ersten Sprung so schwer? Ja, den habe ich auch geschafft. Ja, Entschuldigung. Ja, was hält dich von Kevin Sullivan als Shockmaster? Es war gar nicht Kevin Sullivan. Aber also allgemein halte ich von der WCW-Zeit mit Kevin Sullivan als Booker recht wenig.